Ja, Radek, was fällt dir zur Zahl 7 ein? Sieben Zwerge, sieben Bayern-Tore und Der siebte Spieltag. mit Otspedia, der Sports Betting Community. Und so heißt dieser Kanal jetzt. Und der siebte Spieltag ist auch natürlich eine Glückszahl, die sieben. Hoffen wir, dass wir viel davon an diesem Wochenende haben. Es geht auch direkt los mit dem Spiel Hertha gegen Düsseldorf. So sieht's aus. Und hier gibt's eine interessante Statistik. Seit 40 Jahren hat Hertha in der Bundesliga nicht mehr gegen Düsseldorf verloren. Sie haben jetzt natürlich auch nicht überwältigend viel gegeneinander gespielt, weil der ein oder andere Mannschaft mal nicht in der Liga war. Und Hertha mit 2 Siegen im Rücken mittlerweile auf Platz 10 in der Liga. Düsseldorf Platz 14, wo sie wahrscheinlich auch am Ende der Saison gerne sein würden. Schauen wir uns die letzten Spiele an. Hertha mit 2 Siegen in Folge gegen die Aufsteiger in Köln, 4 zu 0 gewonnen und 2 zu 1 daheim gegen Paderborn. Davor war der Bundesliga-Start ja nicht so erfolgreich. Düsseldorf hingegen mit einem 2 zu 1 Heimspielverlust gegen Freiburg und einer Auswärtsniederlage ebenso trotz Führung in Gladbach mit 2 zu 1. Tendenzen so gesehen und auch die Favoritenrolle auf Seiten der Herthaner mit einer 1,9er-Quote ist der Sieg für Berliner Fans, glaube ich, auch ganz gut quotiert. Unentschieden oder Auswärtssieg, also Düsseldorf hier klarer Außenseiter, ist aber immer schon für eine Überraschung gut gewesen in der Saison. Deshalb gibt es von mir hier auch keinen Tipp und keine Tendenz. Auch bei den Over-Under-Toren muss man sagen, da kann zu viel passieren. Keine Wettempfehlung auf dieses Spiel. Ja, gibt ja noch acht andere und acht ist auch eine interessante Zahl. Am vergangenen Spieltag gab es ja acht Auswärtssiege. Ich denke, so viele wird es an diesem Spieltag nicht nochmal geben. Das war auch zum ersten Mal in der Bundesliga der Fall, dass es so viele gab. Hier bin ich mir relativ sicher, gibt es keinen Auswärtssieg. Die Bayern sind ja extrem stark gewesen in Tottenham und in London sagt man ja, Tottenham ist ja da nur der Verein. Aber gegen Hoffenheim ist natürlich wieder Bundesliga-Alltag angesagt, wie schon gegen Paderborn vor 2 Wochen. Deswegen haben wir hier überlegt, ob wir hier ein Asian Handicap von plus 2,5 auf Hoffenheim sogar mitnehmen. In der Hoffnung, dass die Bayern es in der Bundesliga wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber darauf würde ich jetzt persönlich nicht wetten, denn es ist ja auch Oktoberfestzeit und die Bayern wollen natürlich da gewaltig einschenken. Und im Endeffekt haben wir uns dann auch hier zu keiner Wette durchgerungen. Aber keine Sorge, es kommen noch einige, die wir auf dem Zettel haben. Beim Und Spiel Leipzig-Leverkusen zum Beispiel. genau, und das ist die nächste oder unsere erste Wette für den heutigen Spieltag. Schauen wir uns erstmal die Quoten an von den beiden Champions League-Verlierern. Ein Leverkusen-Sieg gibt eine 2,5, Leipzig 2,9 und ein Unentschieden ein 4,0. In der Tabelle sind ja auch die beiden Teams eigentlich gleich auf mit 13 Punkten. Leipzig führt noch auf dem zweiten, wird noch auf dem zweiten Platz geführt wegen dem besseren Torverhältnis. Leverkusen aber auch mit einem wirklich guten sechsten Platz. Ich bleibe kurz bei Leverkusen. Die haben nicht unerwartet 3 zu 0 gegen Juventus Turin verloren, davor 3-0 in Augsburg gewonnen und auch eine andere, etwas schwächere Mannschaft mit Union Berlin 2 zu 0 besiegt. Leipzig. Erste Champions-Niederlage 0-2 gegen Lyon leider, davor bereits auch daheim gegen Schalke 1-3 verloren. Allerdings bisher alle Auswärtsspiele unter Nagelsmann gewonnen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern Leipzig vielleicht einen kleinen psychischen Knacks hat oder aber die Klasse der Mannschaft doch gut genug ist, in Leverkusen zu punkten oder gar zu gewinnen. Lass uns vielleicht einmal die Handicaps anschauen und vielleicht versteckt sich da ja schon eine kleine Wette, wenn wir gute Quoten bei guten Handicaps sehen. Asian Handicap 0 gibt eine 2,1 auf Leipzig. Ich glaube, wir sehen beide die Leipziger hier als Favorit, trotz den 2 Niederlagen in Folge. Und deshalb werden wir auch das riskieren und uns eben mit dem Asian Handicap ein bisschen absichern, im Falle eines Unentschieden. Den Sieg bei Leverkusen sehe ich nicht, denn die haben bisher die Teams besiegt, die sie besiegen müssen, aber gegen bessere Mannschaften, und vor allem international noch nicht gezeigt, dass sie auf Augenhöhe mit zum Beispiel Leipzig sind.
Ja, hoffen wir mal, dass die Leipziger Krise dann vorbei ist für diese Wette und Leverkusen das Heimspiel nicht gewinnt zumindest. Dann ist diese Wette nicht verloren. Bei Freiburg gegen Dortmund, da fällt mir jetzt spontan mal auf, eigentlich eine relativ niedrige Quote für die Freiburger, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Hoffenheim eine 26er-Quote in München hat und Freiburg, okay, vielleicht klärt uns der Blick auf die Tabelle da auf, denn die Freiburger sind ja vor Dortmund in der Tabelle Tabellendritter. Wahnsinn, erst 5 Gegentore und gut, da müssen wir aber auch natürlich die letzten Spiele ein bisschen genauer anschauen, damit wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn die Dortmunder hatten ja mit Bremen, Frankfurt 2 Spiele, bei denen sie eigentlich eher Punkte hergeschenkt haben, bei Frankfurt sogar ein Eigentor hatten und die Freiburger haben hier Düsseldorf mit Ach und Krach besiegt, gegen Augsburg unentschieden, dann ein guter Sieg gegen Hoffenheim, aber auch eine Niederlage gegen Köln, das sind alles jetzt keine so bombenkrassen Überraschungen, da spielt der Anfangsspielplan schon gewaltig mit, dass Freiburg so weit oben ist. Natürlich von der Qualität der beiden Mannschaften Dortmund viel, viel stärker einzuschätzen. Und wenn man hier die Quote von 1,65 auf Dortmund sieht, kann man die eigentlich bedenkenlos mitnehmen. Denn wenn Dortmund dann am Ende nicht in Freiburg gewinnen sollte, dann ist es ja nicht die Schuld desjenigen, der drauf setzt, sondern nur ein Mentalitätsproblem von Marco Reus und seinen Kumpels. Aber gut, man könnte hier sogar noch weitergehen und sagen, Dortmund gewinnt mit mindestens einem Tor Vorsprung. Gibt dann eine Zweierquote, das werde ich machen. Denn Dortmund spielt gerne in Freiburg, wenn man die Spiele der letzten Jahre als Referenz nimmt. Da haben sie immer ganz gut ausgesehen, auch wenn ich jetzt nichts auf die letzten Jahre so direkt gebe, wie die Direktvergleiche da so stattgefunden haben. Hier sieht man es. Letztes Jahr oder dieses Jahr sogar im April gab es ein 4-0 der Dortmunder in Freiburg und ja, vor 2 Jahren ein 0-0 ist jetzt nicht so powergut. Will dazu noch sagen, der Platz in Freiburg ist ja was Besonderes, der ist ja fast quadratisch, also der ist der kürzeste Platz der Liga. Die spielen da mit Sondergenehmigung und das heißt, es geht halt ziemlich eng im Mittelfeld zu und das könnte der Grund sein, warum Dortmund da sehr gut zurechtkommt. Weil die ja mit ihrer Spielweise immer schnell pressen und dann kürzere Wege haben, die Bälle wieder zu bekommen, schneller kontern können und im Abschluss sowieso gefährlich sind. Also das ist für mich eine gute Wette hier, Dortmund Asian Handicap minus 1. Ja, und dann schauen wir uns doch gleich das nächste Spiel an und wir reisen nach Paderborn. Dort spielt der Aufsteiger daheim gegen Mainz. Die Quoten zeigen es an. Es gibt keinen wirklichen Favoriten. Eine 2,62 auf Paderborn, eine 2,7 auf Mainz und eine 4,0 auf das Unentschieden. Paderborn bisher der Aufsteiger noch ohne Sieg als einziger von den 3 neuen Teams. Und die Frage ist, jetzt momentan auf Rang 18 geht es gegen Mainz, die sind 16. Wenn sie nicht gegen Mainz jetzt daheim gewinnen, wann wollen sie denn dann ihren ersten Bundesligasieg einfahren? Deshalb hoffe ich, dass nach dem ganz guten Auftritt gegen den FC Bayern nur 2-3 Niederlage daheim, die Spiele davor passé sind, davor das Heimspiel gegen Schalke 1-5 abgeschenkt. Mainz dagegen sieht ein bisschen besser aus. Eine 0-1 Niederlage daheim gegen starke Wolfsburger, gegen Schalke, auf Schalke, lange stand es 1-1. Bis Hamrid dann ein wirklich geniales Tor geschossen hat, den Siegtreffer. Und davor hat Mainz gegen die Hertha 2-1 gewonnen. Also die Tendenzen sind so ein bisschen wie die Quoten in beide Richtungen nicht uninteressant. Auch von den Asian Handicaps wird man da aus meiner Sicht jetzt nicht großartig eine gute Quote finden. Vielleicht, wenn man sagt, Paderborn holt den ersten Sieg in der Liga, dann macht ein Asian Handicap 0 auf Paderborn Sinn. Von meiner Tendenz ist es fast wirklich eher ein Unentschieden. Du hast ja auch im Vorfeld gesagt, es würde Sinn machen, Viertel Einsatz setzen, um eine Viererquote zu spielen, um eben eine Einheit zu gewinnen. Over-Under-Tore, brauchen wir uns jetzt die Quoten gar nicht anschauen, ist nicht interessant. Paderborn, da fallen eigentlich immer viele Tore, vor allem in der ersten Viertelstunde. Feld 1,
Aber bei dem Spiel möchte ich darauf nicht setzen. Ja, ich schon. Ich werde hier Radix Bet performen und wie du schon gesagt hast, mit einem Viertel der ursprünglichen Einheit drauf setzen, um eine Einheit zu gewinnen, wenn es unentschieden ausgeht, und eine Vierteleinheit verlieren, wenn es dann doch nicht unentschieden ausgehen sollte. Ist ja immer so eine Sache mit den Unentschieden. Mal kommen sie nicht. Aber wenn sie kommen, dann ist es umso schöner, weil man dann eine große Quote trifft. Und eine große Quote gibt es beim Spiel Schalke-Köln nicht unbedingt, aber es ist mir groß genug, um hier bei einer Quote von 1,68 auf die Heimmannschaft zu gehen. Ist natürlich ein extremer Formtipp, von dem ich jetzt auch nicht 100% überzeugt bin, immer auf die Form zu gehen. Aber man muss es fast tun bei der Quote, denn die Kölner haben sich einfach in den bisherigen Bundesligaspielen nicht so gut präsentiert und vor allem in den letzten Spielen nicht erstligatauglich erwiesen, haben erst 4 Tore geschossen und das trotz eigentlich starker Stürmer wie Modest und Terodde. Ob Modest so fit ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, spielt da aber auch gar keine Rolle, denn die Schalker sind einfach on fire. Ob sie das so lange durchziehen können oder ob das jetzt gerade einfach so eine Serie war, die dann durch so einen relativ unspektakulären Gegner wie Köln dann mal wieder ins Wanken gerät. Aber wenn Schalke da oben sich festbeißen will, dann müssen sie natürlich die Kölner schlagen, die jetzt 2 Spiele in Folge 4-0 verloren haben. Und dafür ist mir die Quote von 1,68 noch gut genug. Wollte vielleicht sogar darauf gehen, Asian Handicap minus 1 auf Schalke zu setzen, damit die Quote höher ist. Aber da hat Chris berechtigterweise gemeint, dass es doch auch einfach ein enges Spiel oder ein dreckiges Spiel werden könnte. Und naja, dann nehme ich halt die normale Siegquote auf die Schalker. Ja, gefällt mir sehr gut. Auch die Quote finde ich eine Fehldarstellung. Genauso fehlerhaft finde ich die Darstellung dieser Quoten. Gladbach gegen Augsburg. Nur eine 1,57 auf den Gladbacher Sieg, die zwar gerade wieder stark sind, eigentlich relativ leise sich an die Spitze der Liga katapultiert haben. Also nicht die komplette Spitze, sondern im oberen Tabellenfeld mit 13 Punkten im Prinzip Zweiter, beziehungsweise Fünfter aufgrund des Torverhältnisses. Und Augsburg ist da, wo sie ungefähr wieder hingehören, um Platz 13 rum, haben aber einen wirklich guten Kader und sind ja immer bei uns das Team, was wir Woche für Woche ein bisschen überevaluieren sozusagen. Und die letzten Spiele, 3-0 Leverkusen verloren, 1-1 in Freiburg geholt. Gegen den Dritten? Bitte? Genau. Auf richtig. Augenhöhe mit dem Dritten? 2-1 gegen Frankfurt gewonnen und die Gladbacher ein 3-0 in Hoffenheim, genau wie Freiburg. 2-1 gegen Düsseldorf, da nicht wirklich geglänzt. Gegen den Wolfsberger AC, da haben schon ganz andere Teams in Österreich verloren. Also das wischen wir mal beiseite. Und dann ein lahmes 1-0 in Köln. Also die Quote für einen Gladbach-Sieg reicht nicht. Ein Asian Handicap ist auch nicht interessant. Auf beide Mannschaften nicht, denn wenn man Asian Handicap auf Augsburg geht, 1,5, dann passt mir auch wiederum die Quote nicht. Was uns hier gefällt, sind die Tore, und zwar schauen wir mal zum Over 3,0. Da haben wir eine Quote um die 1,84, um genau zu sein. Und das finden wir interessant genug, denn beide sind offensiv potent genug, um mindestens 1-2 Tore zu schießen. Bei einem 2-1 hätten wir den Wetteinsatz bekommen wir zurück, und wenn halt 4 Tore fallen oder mehr, dann ist die Wette gewonnen. Also hier die Wette over 3,0 Tore, und wir gehen zum zweiten von 3 Sonntagsspielen. Wolfsburg gegen Berlin. Also da haben wir eine Partie Tabellenspitze gegen Tabellenkeller, und zwar genau so. Die Wolfsburger auf Platz 7 gehört aktuell wirklich zur Tabellenspitze, der 7. Platz, denn es sind nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer Bayern und 1 Punkt hinter den Champions League Plätzen. Also Wolfsburg ist da in Schlagdistanz und hat das bisher sehr gut gemacht. Wir sehen hier Sieg, Unentschieden, 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 Sieg.
Und warum sollen Sie sich Ihre Superserie jetzt ausgerechnet von Union Berlin, von den Eisernen zu Hause vor 1 Million Zuschauer im Wolfsburger Prinzregentenpark zerstören lassen? Also ich glaube nicht. Deswegen die Quote hier von 1,7 für die Wolfsburger ebenfalls eine, die man nehmen muss, fast meiner Meinung nach, sowie den Dortmunder Auswärtssieg und den Freiburger die Freiburger Heimniederlage, den Schalker Heimsieg meine ich noch. Ja, so auch die Wolfsburger. Ja, gefällt mir. Und dann haben wir das letzte Spiel zum Abschluss, spielt Frankfurt gegen Bremen. Das sind die beiden Teams, die am meisten aufs Tor schießen nach dem FC Bayern. Der FC Bayern mit 101 Torschüssen und knapp dahinter Frankfurt und Werder. Könnte doch dafür sprechen, dass wenn die Abwehrreihen nicht so gut sind, viele Tore auch in diesem Spiel fallen. Zu den Quoten, Frankfurt mit einer 2,2 der Favorit. Allerdings wissen wir das, dass sie auch in der Europa League spielen, also auch die Doppelbelastung haben und das sicherlich nicht so leicht wegstecken können, wie beispielsweise in Bayern München oder Borussia Dortmund. Und Bremen trotz einer extremen Verletzungsmisere mit einigen couragierten Auftritten. Gegen Leipzig hat es daheim zwar nicht gereicht, aber in Dortmund musste auch erstmal ein 2:2 spielen. Davor in Berlin gewonnen gegen die Eisernen und davor wieder Heimspiel gegen Augsburg auch erfolgreich bestritten. Frankfurt ebenso mit dem Sieg gegen Berlin und davor das Unentschieden gegen Dortmund. Also von daher gibt es zwei interessante Wetten. Entweder man sagt, Bremen wird ein Unentschieden mindestens holen, dann macht das Asian Handicap auf Werder Sinn, plus 0,5 zum Beispiel. Oder aber, schauen wir uns da noch die genauen Quoten an, gibt im Prinzip Asian Handicap 0,5 auf Werder, ist ja sowas wie Double Chance, also um die 1,7, 1,8, die Quote auf Werder. Aber für was wir uns entschieden haben, aufgrund der potenten Offensiven, der etwas schwächeren Abwehrreihen, das Over 3,0, Entschuldigung, das Over 3,0 Tore gibt eine 1,81 Quote, heißt also auch wieder, wie in meinem Tipp davor, fallen mindestens 3 Tore, gibt es den Wetteinsatz zurück, fallen 4 oder mehr, haben wir gewonnen und wir hoffen, dass wir den Sonntagabend mit einem erfolgreichen Tipp abschließen. Genau, und dann kommen wir hier zum Überblick der Wetten, die wir für diesen 7. Bundesligaspieltag abschließen werden. Hier nicht in der Kombination, aber es ist eine Übersicht, also immer schön Einzelwetten auf ein Asian Handicap 0 auf Leipzig bei einer Quote von 2,11. Den Dortmunder Auswärtssieg mit Asian Handicap minus 1 in Freiburg bei einer Quote von 2. Dann ein Unentschieden bei Paderborn Mainz mit einer Quote von 4. Die Beschreibungen stimmen hier leider nicht ganz, deswegen sage ich das nochmal, was wir gemeint haben. Schalke Köln, Heimsieg, hier Quote 1,68. Mehr als 3 Tore bei Gladbach gegen Augsburg bei einer Quote von 1,84. Der Heimsieg für die Wölfe gegen Union Berlin 1,7 und 3 Tore oder mehr bei Frankfurt gegen Bremen 1,81. Man kann es natürlich auch als Kombi spielen. Für 1 Euro Einsatz erhält man dann 160 Euro. Also immer schön Responsibility oder wie man das nennt, sorry. Ja. Ordnungen sind ab 18. Damit ist der 7. Spieltag vorbei, glaube ich, unser längstes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir hoffen auch wieder auf eure Kommentare, Tipps, Ideen, Feedback und checkt unbedingt auch die Seite Ortspedia aus, coole Statistikvergleiche und man kann, wie ihr gerade gesehen habt, auch ganz lässig eigentlich seine ganzen Wetten zusammenfassen und sich selber ganz gut tracken. Bis dann!